Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, und heute ist Mittwoch und wir gehen zur Spiel. Heute ist der Weg leer. Morgen ist hier alles voll mit Menschen. Ja, wir gehen jetzt zur Neuheitenshow, das heißt, da sind alle Spiele aufgebaut. Das heißt, man kann sich jedes Spiel anschauen. Hast du unsere Presseausweise dabei? Ja, habe ich dabei. Aber selbst wenn, wir könnten uns ja schnell welche basteln, nein, Spaß. Ja, und da sind alle Spiele aufgebaut, das heißt, wir können jedes Spiel einmal anschauen. Und ja, die Messe geht jetzt los. Ja, also für mich ist das noch total unwirklich. Ich stehe hier, da ist das Gebäude. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin noch nicht in der Stimmung. Wally hat gerade noch eine mündliche Prüfung gehabt in der Uni und bestanden. Und jetzt, zum Glück, sonst müssten wir Wally jetzt hier aufmuntern. Und dazu haben wir noch ein Haustier gestern gekriegt. Deshalb ist Wally, glaube ich, gerade ein bisschen noch... Ja, es ist einfach super viel los gerade bei mir. Ja, und die Katze ist jetzt ganz alleine bei uns zu Hause. Ich hoffe, ihr geht es gut. Die überlebt das. Ich habe genug Spielzeuge gebastelt. Falls was, haben wir ja Brettspiele, die auch solo funktionieren. So, genug gequatscht und jetzt zur Neuheitenshow. Bei dem anderen Eingang kann man runtergehen und da war die Neuheit. Die uns schon seit letztem Jahr gucken. Letztes Jahr, hi! Letztes Jahr waren wir auch hier und da wussten wir auch nicht, wo wir hingehen mussten, aber wir finden jetzt den Weg. Und dieser Geruch, ne, die das Spiel hat, ne, wenn du reinkommst, das ist so gut. Und die von euch, die auch die Spiele digital spielen will, zum Beispiel Terraforming Mars und so, das wird auch hier aufgebaut und da kann man das dann alles Probe spielen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Auf den Fernseher kann man dann spielen, dann gucken alle zu, wie schlecht man in Terraforming Mars ist und alle wissen dann die Wahrheit. No, deswegen spielen wir nicht. Wir haben jetzt den Carsten von Schwerkraft getroffen. Er weiß natürlich, wo die Presseshow ist, also sind wir gerettet. So. War jetzt ein Bild? Nee. Läuft alles gut bis jetzt? Läuft fantastisch. So, wir sind jetzt da bei der Presseshow und ja, ich werde euch jetzt schöne Musik einblenden und viel Spaß bei den Neuheiten, die wir uns jetzt alle anschauen werden. Also sieht auch viel besser aus als letztes Mal. Weil letztes Mal gab es einfach Tische, die gibt es zwar da hinten auch, und es gab irgendwie gefühlt nur solche Tische. Deswegen sieht schon cool aus. Also dieses Jahr haben alle Stände wirklich aufgerüstet. Ich glaube letztes Jahr, weil Asmodee so ein bisschen größer alles aufgesetzt hat, haben das jetzt die Verlage sich mitziehen lassen und jetzt sind alle viel schöner geworden. Finde ich richtig toll, die Entwicklung. Also, dass alle Verlage viel schöner irgendwie sind. Präsenter, einfach, dass du Lust bekommst, dahin zu gehen und zu gucken, okay, was gibt's denn da? Ja. Deswegen, das finden wir sehr gut. Okay, let's go. Gerade weil wir noch eben Fotomodels für Memoir, also ich glaube, wir hören auf mit YouTube und werden jetzt Fotomodels für Brettspiele. Ja, genau. Nein, die brauchen Kinder und da wir noch so jung aussehen, sind wir halt die Kinder, ne? Okay, weiter geht's. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a walk, Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Kids across the land.
Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a ride, Savannah. What will be your hot game for Spiel 2018? The easy thing to say is Pandemic, Fall of Rome, but I also really like The Forgotten City. Thank you. So, das waren jetzt alle Neuheiten, die wir angeschaut haben. Und ihr seht schon, das sind richtig viele. Und obwohl ich mich eigentlich über jedes Spiel versucht habe zu informieren und auch mehrere Listen gemacht habe und geguckt habe, sind trotzdem noch Spiele dabei, die ich gar nicht kannte und mir jetzt anschauen will. Und es gibt auch einige, die werden erst jetzt angekündigt, so in dem Sinne, ja, das gab's nicht. Ja, das gibt's erst ab jetzt von den Informationen her und alle. Ja. Deswegen, man kann gar nicht. Bunny Kingdom kriegt eine Erweiterung. Aber nicht jetzt, sondern erst später. Aber da freue ich mich drauf. Okay, jetzt gehen wir erstmal was essen und danach gehen wir in den Hallen ein bisschen schauen, wer schon was aufgebaut hat. Gehen noch zur Spielwiese und auch zu Blackfire auf jeden Fall. Ja, ja, Robert habe ich nicht gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen, aber wir sind so vorbeigegangen. Ah, achso. Man kann echt nicht alle sehen. Das aber voll cool, wir haben sie gesehen. Also, was ich schon sagen kann, ist, letztes Jahr waren wir ja auch mittwochs hier und da war hier gar nichts los, nichts war aufgebaut und dieses Jahr ist da waren schon viel aufgebaut. Aber nicht so krass wie jetzt, also. Es war auf jeden Fall fast gar nichts los, Jetzt ist richtig viel. Aber ich weiß noch, letztes Jahr wollten wir unbedingt am Mittwoch schon mal spielen. Das hat natürlich nicht geklappt, mal schauen. Aber wir haben da was gespielt. Mal schauen, ob wir heute jemand was zum Spielen anbieten. Also letztes Jahr war es leichter, einen Tisch zu finden, wo wir einfach essen können, ohne jemanden zu stören. Dieses Jahr sind irgendwie alle viel schneller da. Wo können wir nur essen? Auf dem Boden. Wir haben jetzt einen Platz gefunden und essen und schauen uns dabei das schöne Plakat von Menara an, das wir jetzt auch endlich mal gespielt haben. Deswegen danke an Zoch. Die wissen nicht, dass wir hier sitzen. Vielleicht kommt sie und scheuchen uns weg. Ja. Okay, guten Appetit. Somit sind wir bei unserem neuen Unboxing-Video. In letzter Zeit habe ich die ja etwas weniger gemacht. Und in Halle 1 stand 1C131. Habt ihr euch jetzt alle gemerkt?
kann man das Quantum spielen von diesen Quicks, Quacks, Quacks Reihe. Mal schauen. NSV. Ja. So, und dann haben wir das beste Spiel. Okay, muss er natürlich jetzt auch direkt probieren. Okay. Geschmackstest. Also als Food Reviewer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Das bin eher ich. Okay, ess mir eine Maus. Was sagst du zu den Mäusen, die du sonst so kennst? Ein bisschen zäh, aber dafür ein hoher Wiederspielwert, weil ich es lange kauen kann. Okay, danke für Ihre Meinung. Ehrliche. Danke. Wir haben es geschafft, was zu spielen, und zwar Mesozoic ist ein Drafting-Spiel, so wie Sushi Go, jetzt nicht besonders schwer, aber halt, wo man einen Dinosaurierpark macht, also die vielleicht mit Kindern spielen, könnt euch das gerne mal anschauen, die haben so eine XXL-Version gespielt. So, und jetzt gehen wir uns The Boldest anschauen und vielleicht nehmen wir es auch schon mit. Chris, was sagst du? Okay, The Boldest. Kannst du was zu The Boldest sagen? Wenn man eine große Wohnung oder ein Haus hat, kann man sich auch so einen Tisch holen. Wenn wir den Tisch in unsere Wohnung stellen würden, dann hätten wir einfach gar keinen Platz mehr. Ja. Das ist ja größer als mein Bett. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Was sagst du zu The Boldest? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Was soll ich dazu sagen? Ich hab Lust drauf. Ja. Aber gut. Und Christopher? Yeah, Essen-Loot-Video. So, ja, Weihnachten. Wir haben gerade Manitoba von DLP Games angespielt. Und wir hatten es ja mit Wally auch auf der Liste. Ich finde das Cover ja sehr interessant. Und ich muss sagen, dieser Mechanismus ist sehr, sehr schön. Also, der hat echt Spaß gemacht. Man hat so mehrere Scheiben übereinander und sucht sich davon dann eine Aktion aus und nimmt das und dreht das so um. Und ich führe diese Aktion als aktiver Spieler zweimal aus, also zwei verschiedene, und die anderen dürfen nur eine von diesen zwei Aktionen machen und sich das so aussuchen. Das heißt, die Downtime gibt es in diesem Spiel eigentlich kaum, wenn man die ganze Zeit am Zug ist, und das finde ich eigentlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und weil die Skeptikerin zuerst zu dem Spiel war dann doch... Ich komme mal dazu. So, ja, ich fand, was ich halt sehr mochte am Spiel, es läuft sehr flüssig. Ja. Also das Spiel hat Tiefe und trotzdem spielst du es einfach, ohne die ganze Zeit nachzuschauen, ohne die ganze Zeit eigentlich nachfragen zu müssen. Alles erklärt sich und alles ist logisch und alles macht Spaß. Ja. So, und jetzt gehen wir auf den Weg nach Hause, aber gleich kommt noch was ganz Interessantes für euch. Das war unser erster Tag, also Tag 0 auf der Spiel, und ja. Natürlich könnt ihr, wie wir schon gesagt haben, wird es während des Spiels ein paar Gewinnspiele geben. Noch ein Gewinnspiel geben, und da könnt ihr teilnehmen. Und zwar, was ihr dafür machen müsst, ist einfach in die Kommentare schreiben, auf welches Spiel ihr euch freut, und natürlich das Video mit einem Daumen hoch bewerten und uns abonniert haben. Und dann könnt ihr noch am besten dazu schreiben, ob ihr auf das Spiel seid oder nicht. Und dann werden wir den Gewinner kommentieren, und der kriegt dann The Boldest von Spielwiese. Genau, und dieses Spiel könnt ihr euch dann direkt bei dem Spiel an dem Stand von der Spieledition Spielwiese abholen. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Ja, wir schreiben den dann. Wir schreiben den Namen, also vom Gewinner, und der kann sich das dann abholen. Ja, und natürlich die da nicht auf das Spiel sind, kriegen das dann zugesendet. Okay. So, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, und wir sehen uns dann morgen beim offiziellen Start des Spiels, also Tag 1, und ich spüre, wie Christopher. Und ja, das ist komisch zu halten, weil ich gerade das Stativ nicht aufbauen wollte. Und wir sehen uns dann morgen. Ciao, eure Brettspiel-Geeks. Bis morgen.